So, noch ein Stückchen. Da haben wir es doch. Was willst du denn hier? Thema erledigt. Da hinten. Wir bringen jetzt unser Zeug erstmal weg. Dann holen wir uns noch ein paar Gräser für den Schlafsack. Cool wäre ja, wenn man nachher auswählen könnte, wo willst du denn nachher wieder spawnen? Muss man mal gucken. Dann würde ich sagen, geht's mal nach oben. Puh, war so ein bisschen überladen, da echt anstrengend. Dann haben wir das hier auch schon mal. Gut, dann würde ich schon fast sagen, müssten wir eigentlich bald nach Hause, um uns für die Hornnacht schon mal vorzubereiten. Irgendein Gebäude müssen wir finden. Wir haben Tag 6. Und das so auf dem allerletzten Drücker zu lassen, ist jetzt vielleicht auch nicht das Beste. Schauen wir nochmal, was zu essen, was zu trinken. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir mit. Für die Hordennacht tatsächlich das auch. Dann können wir los, würde ich sagen. Ab nach Hause. Oh. Den nehmen wir noch mit. Naja. Wo ist denn hier unser Zuhause? Machen wir mal da den Weg dahin. Eigentlich könnte ich ja auch andere Seite da lang. Nee. Dem Weg einfach mal folgen. Mal gucken, wie lang die Stadt ist. Vielleicht lässt sich ja noch das ein oder andere Auto nebenbei looten oder was einem sonst noch so vor die Nase kommt. Bücher. Ist jetzt alles hier nichts Großes. Na, du sitzt gleich in der Falle, Kleiner. Tja, es war dein Schicksal, was soll ich sagen, ne? Schicksal ist Schicksal. Kann ich nicht ändern. Aber so richtig coolen Stuff habe ich jetzt hier nicht. Also ich muss hier den glücklichen Sammler echt nochmal hochskillen. So richtig toll, muss ich sagen, nö. Gut, ich bin auch immer noch am Anfang, das darf man nicht vergessen, aber so manches Mal wäre irgendwie eine coole Sache. Und die Bank muss ich auch noch mal schön Tresor und so mitnehmen. Naja, die wird bestimmt zu sein. Miau. Okay, ist auch keine so kleine Stadt, wie man sieht. Hat durchaus ein paar Gebäude. Voll blutbenetztes Messer hier. Crack a book. Okay, Leute, also eigentlich bin ich ja schon gewillt, jetzt hier reinzugehen. Das hört sich so nach mehreren Leuten an. Boah, von zwei Seiten kommen sie hier. Zack und ab damit. Na Mensch. Mal kurz Hallo sagen oder so. Nur mal so ganz kurz reinluschern. So ganz kurz. Vielleicht kann ich ja das ein oder andere Buch abstauben. Nur mal so kurz Hallo sagen. Kann das nämlich auch schneller wieder nachspawnen. Also eigentlich tue ich ja allen damit einen Gefallen. So ein Kriechertyp hier schon wieder. Juhu,
Ein Klingelbeutel. Und was zu futtern und zu trinken. Und jemand klopft von draußen. Knüppeln. Sorry Leute, aber der Buchladen muss jetzt mal einfach sein. Das kann ich mir doch hier nicht entgehen lassen. Wenn ich schon mal hier bin. Haufenweise Bücher. Alle meine. Hoffentlich bringen die auch was. Arbeitsstation, das war prima. Kaffee, juhu. Da ist auf jeden Fall einer, den nehmen wir uns erstmal vor. Die kommen nämlich von hinten doch auch schon wieder. Da kommen sie. Zwei an der Zahl. Komm, kommt. Ich weiß, da oben sind die anderen. Okay, die sollten jetzt neutralisiert sein. Vorschlagkammer. Da ist auf jeden Fall gleich noch einer drin. Sturmgewehre. Keiner drin? Doch. Deswegen. Mein ich doch. Oh, ich kann dir Mais mitnehmen. Ja, läuft. Machen wir doch. Oh Mann, es ist schon wieder 19 Uhr. Ich kann ja nicht wahr sein. Ich muss schneller machen, damit ich noch nach Hause komme. Und natürlich bin ich überladen. Ich habe noch nicht mal den halben Laden. Komm, Bora, mach schneller. Wenn ich den halben Laden habe, soll mir auch schon recht sein. Jawohl. Reparatur. Und Handwerk ist auch okay. Juhu. Knüppeln nochmal. Okay, hier ist nichts. Da haben wir noch. Das ist nicht gut. Das ist besser. Rüstung, Speeren, auch prima. Du kommst schon runter. Damit ich endlich mal meine Ruhe habe. Sammelwerkzeug und Handfeuerwaffen. Da ist der zweite. Ich wusste doch, da sind noch mehr. Ich habe doch keine Zeit, Jungs. Finde mehr Nahrung und Beute. Das ist ein richtig cooles Buch. Fallen, Arbeitsstation und Ödland. Ja, wird schon passen. Oh. Ist ja schon ein bisschen Stress jetzt hier, ne? Ich kann das ja gar nicht so richtig genießen. Da ist noch ein Buch. Ein Paradies. Echt? Einfach nur paradiesisch. Knüppel, jawohl. Und Knüppel, jawohl. Da haben wir noch nicht. Was haben wir hier? Nochmal Knüppel, jawohl. Ich glaube, sieht ganz gut aus. Kriech, Schleich. Oh, ich habe keinen Platz für Wasser. Komm, ich kann nie was essen. Wer hat das dann ausgepackt? Ich weiß es nicht.
Benutzen, benutzen. Natürlich finde ich noch Kaffee. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Wasser ist tatsächlich ein Ticken wichtiger. Also eher nochmal im Klo nachschauen. So, und jetzt aber hier Bücher, Bücher. Die Seite Bücher habe ich noch nicht. Boah, Arbeitsstation, Gewehr. Was haben wir hier? Speer, Bögen, perfekt. Und hier Handwerksfertigkeiten. Und hier Vorschlaghämmer. Schrotflinten, super. Dann haben wir noch mal nur Papier zur Abwechslung. Klingen, Handfeuerwaffen, Samen. Hallo? Habe ich da zwei von gehabt? Und nochmal Handwerksfertigkeiten. Hier ist nichts mehr. Auf dem Tisch liegt noch einiges. Samen und irgendwas mit Bergleoparden. Ja, das war doch mal easy. Hier haben wir zur Not noch mal Arbeitsstationen und das war's dann auch fast. Sammelwerkzeug, Speere und ich glaube, wir haben's. Juhu! Das war doch mal erfolgreich, Leute. Für weiteren Stuff habe ich gerade nicht so die Zeit, aber ich komme wieder, keine Frage. Wo ist mein Fahrrad? Da vorne irgendwo. Zombies habe ich auch noch. Ich sehe schon, die Stadt hat eine gewisse Größe. Ich weiß jetzt gar nicht, welche besser oder schlechter ist. Da haben wir auf jeden Fall nochmal das Krankenhaus. Aber Bücher waren schon okay. Ab nach Hause. Wo auch immer das war. Der Schwede. Wir sollten schleunigst nach Hause. Gucken wir mal, kommen wir hier durch? gehen wir mal den Weg. Mal sehen, wo die Straße lang führt. Müsste ja dann, wenn wir jetzt hier rechts abbiegen, genau die Hauptstraße dann sein. Kann ja auch sich nur noch um Stunden handeln, bis ich zu Hause bin. Das sieht aus wie das Militärlager oder so. Hier ist noch so ein Zombie auf weiter Flur. Eliminiert. Perfekter Durchgang wie für mich gemacht. Das Huhn links habe ich genau gesehen, habe ich aber bewusst ignoriert. So, wo muss ich denn jetzt genau hin? Tatsächlich da so. Das war doch auch ein erfolgreicher Ausflug, würde ich mal sagen. Sodass wir uns an Tag 7 voll auf unsere Hordennacht konzentrieren können. Munition habe ich auf jeden Fall auch ein bisschen. Und dann müssen wir schauen, dass wir alles andere auch noch hinkriegen. Hier sieht auf jeden Fall nach Straße aus. Ich bin überladen. Na Mensch, es ist mitten in der Nacht. Ich bin jetzt auf jeden Fall nicht mehr überladen, also komme ich auch schneller nach Hause. Shit, der hat den nicht gespeichert. Das ist ja nicht so gut. Na mal gucken, ob wir meine Base noch finden. Wir radeln mal langsamer, weil ich das Gefühl habe, ich brauche gleich die Ausdauer. Hier war die Tanke. Ist der Vorteil mit dem Fahrrad, ist man schön leise. Juhu! Da ist ein Zombie. Und irgendwo hier ist meine Base. Da. Ist noch ein Zombie. Direkt vor meiner Haustür.
Noch einer. Zum Glück gar nur ein Kriecher. Das war doch erfolgreich. So, können wir direkt mal wieder schauen, ob wir hier was kochen können. Machen wir erstmal ein bisschen Wasser. Kaffee könnte ich noch machen. Ja, komm. Was soll das Pulver sonst so rumliegen? Erst die Schmiede bauen. Die bauen wir. Dahin. Sieht zwar jetzt nicht hübsch aus, aber mein Gott. Kann ja nie alles haben. Die läuft auch erstmal. Da hat sich das nächste Tier drin verirrt. Lassen wir den mal bauen. Ich will meinen Huhn haben. Ah, da ist der Hase. Komm mal hierher. Hast du ein Glück, du wärst nämlich genau hier reingelatscht. Ich hab dir eigentlich gerade das Leben gerettet. Aber egal. Irgendwer tut sich hier auch gerade weh. Hast du hier den Zaun kaputt gemacht? Mein schöner Zaun. Also Stacheldraht ist schon sowas wie eine Alarmanlage für Arme, sag ich mal. Jep. Springen müsste man jetzt noch können. Aber so ist das, wenn man keine Ausdauer hat. Geht immer nicht so weit. Ja, Leute, das war Tag 6. Tag 7 steht kurz bevor. Wir bereiten uns dann in der nächsten Folge auf die Hornennacht vor. Seid dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also, bis dann. Eure Bora.